Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic im Patch 6.0.0. Oder sind wir schon ein bisschen weiter? 6.0.1 oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Immerhin sind auf jeden Fall irgendwo im Patch 6. irgendetwas. Und, ja. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal irgendwann jetzt in den letzten Folgen angesprochen? Es gibt ja auch, gab ja noch ein paar weitere Veränderungen in Runes of Magic. Einmal, klar, gab es den Gildenstammtisch. Da hat also mal einige Gilden mit dem Lead Community Manager, also Pit, nee, nicht Quatsch, nicht Lead Community Manager, sondern Product Community Manager oder sowas, meine ich, der Pit im TS reden können. Die haben da, glaube ich, eine ganze Nacht lang durchgequasselt mit ihm, haben ihm auch so ein bisschen das Orb gekaut, aber er selber hat auch als Rentier auch sehr aufmerksam zuhört, wie ich mitbekommen habe. Ich selber muss zugeben, ich war nicht dabei. Das hatte aber auch seinen Grund, weil ich nicht mehr Gildenleiter bin. Ich werde mal gucken, ob ich bei Gelegenheit nochmal mit ihm ans Sprechen komme, denn ich muss selber auch nochmal das eine oder andere mit ihm besprechen, wenn ich's, wenn man das so sagen möchte. So, ich muss hier die beiden hier schnappen. Zack, zack, zack. Einmal hier wieder einen Speck fressen. Ja, wir müssen immer noch ein paar alte Rentiere machen. Das heißt, wir kloppen uns hier durch die Gegnermassen und ich werde hier noch so das ein oder andere jetzt ansprechen, was sich halt in Runes of Magic so geändert hat. So, was hat sich denn nämlich noch geändert aus dem Gildenstammtisch? Es ist ein Tool jetzt erschienen. Vielleicht weiß das jetzt noch nicht jeder, weil das wird jetzt eigentlich nur im Forum sozusagen veröffentlicht und nur nicht auf der offiziellen Runes of Magic Webseite. Und zwar, ja, wie gesagt, ein neues Tool ist erschienen. Es ist ein Goldzeller, Hacker, Botter, weiß ich gar nicht, Meldetool. Also mit einem Screenshot, plus einer kurzen Meldung mit Charakternamen und sowas, kann man dann auch, mit seinem eigenen Charakternamen vor allem, kann man dann, ja, einmal kurz, Momentchen. Ich werde hier gerade nach meiner Adresse gefragt, von einer Freundin. So, die will anscheinend jetzt aus dem Urlaub mir irgendwie eine Ansichtskarte oder so schicken. Ja, auf jeden Fall. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ah ja, genau. Botter, Goldseller, Hacker, Meldetool. Ein Screenshot, plus ein paar Daten. Und dann soll sich umgehend ein Mitarbeiter darum kümmern, auch wenn es... Ich habe dort auch unterschiedliche Resonanzen schon im Forum von gelesen. In einigen Fällen war der Botter wirklich nach wenigen Minuten Botter, eher weniger, sondern ich gehe mal jetzt vom Gold-Seller-Botter aus. Ne? Also Leute, die hier im Chat dann hier ihre Werbung machen für ihre China-Webseiten. Kauf Gold hier. Ganz billig und seriös. Deshalb muss ich auch meine Werbung im Chat machen. Ist auf jeden Fall legal. Komm schnell. Ja, auf jeden Fall. Ja, ein Screenshot reicht und es ist dann nach kurzer Zeit gibt es eine Reaktion. In einigen Fällen hat einige wenige Tage und in anderen Fällen hatte es halt wenige Stunden oder Minuten nur gedauert. Klar, die sind auch gut gefordert jetzt, wenn dann die ganzen Goldseller-Dinger kamen. Ich meine, der Pit oder? Ich weiß gar nicht, was auch schon. Nee, das war oder sowas. Ich will jetzt mich nicht versteifen, wer genau das veröffentlicht hat. Hat auch schon erste Zahlen veröffentlicht, dass sie, glaube ich, mit den ersten Meldungen, ich glaube, zwei oder drei Botter auseinandergenommen haben und über 200 Accounts gesperrt hatten, weil einer irgendwie mit über 150 Accounts da am Spam war. Das muss man sich mal vorstellen, damit sich einer die 150 Accounts für seine Goldspammerei zu erstellen. Anscheinend hat er ziemlich gut an dem Goldspam verdient, damit er, wenn es sich tatsächlich gelohnt hat, vielleicht sogar einen Mitarbeiter dort abzustellen, der da für ein das ganze Goldgespamme macht. Bin ich ja mal jetzt wirklich gespannt, wie sich das noch so weiterentwickelt. Pit hat auch noch einige andere
Änderung angekündigt. Ich auch zum Beispiel, dass die jetzt endlich mal an einem Fix meiner wunderschönen verbackten Quest arbeiten. Also da, ich war ja nicht der Einzige, der zuerst Jill Ayekin nicht sehen konnte und anschließend ist ja der Morok verschwunden, der Morok Valender. Also den konnten wir einfach nicht sehen und jetzt sind die halt da dran, einen temporären Workaround für eine längere Zeit zu basteln. Endlich. Aber dann erzählt mir der Support, es ist nicht möglich, einen temporären Workaround zu basteln. Und jetzt auf einmal ist es möglich, daran zu basteln. Jetzt, wo sich noch nichts verändert hat. Seems legit. Sorry, das Geplay musste jetzt sein, aber wenn, das zeigt mir doch eindeutig, dass der Support eine Zeit lang einfach zu faul war, irgendetwas zu machen. Wenn wir jetzt da ankommen mit damit, dass die an einem temporären Workaround basteln. Klar, dass es jetzt nicht von heute auf morgen geht, ist mir auch klar, aber dass die mir da, ich sag mal, geradewegs ins Gesicht lügen, dass sie nichts machen können und jetzt kommen sie an, dass sie am Probieren sind, etwas zu machen, dann sehe ich das immer noch als dreiste Lüge an und dann kommen sie mir noch so an, ja, wir haben ihnen gesagt, dass ihr nichts machen könnt, wir werden jetzt ihre Tickets einfach immer unbeantwortet schließen. Danke. Danke, mein lieber Herr Support. So schnell werde ich mich wohl nicht mehr an Support wenden, wenn irgendetwas ist. Die können ja eh nichts machen. Da wäre ich dann, glaube ich, etwas häufiger auf einen gewissen Community Manager zugreifen müssen. Bei dem müssen dann auch die Ohren irgendwann klingeln, wenn alle nur noch ihnen in Forum PNs schreiben, statt sich beim Support zu melden. Na gut, wer weiß, vielleicht ändert sich dann ja auch wirklich irgendwas. So, damit haben wir jetzt zwei wunderschöne, ach ja, zwei alte Rentiere in einer Folge gefunden. Das ist ja jetzt schon bald Rekord. Ja, wir sind eigentlich schon dran, 7 Minuten erst. Ja, das geht ja noch. Übrigens, ich habe jetzt gerade mal ausprobiert bei der Folge davor, wenn ich die Audacity-Dateien als WAV speichere, geht es natürlich deutlich schneller, als wenn ich sie als OGORBIS speichere. Anscheinend ist der Komprimationsgrad bei WAV-Dateien deutlich geringer, weshalb sich das schneller speichern lässt und er nicht erst die komplette Datei nochmal encodieren muss. Encodieren gibt es ja auch bei Sound-Dateien, nicht nur bei Videodateien. Oder auch Rendern, die es gerne genannt wird. Aber Rennen ist eigentlich da der falsche Begriff. Kann ich ja vielleicht das eine oder andere Wort jetzt auch nochmal zu erzählen. Ich komme auch immer von Hölzchen auf Stöckchen, wie es so schön heißt. Auf jeden Fall ganz kurz was zum Thema Rendern und Encodieren. Ich weiß nicht, wie der Begriff Rendern in die Videoverarbeitung reinkam. Also viele Let's Player sagen ja, ja, ich muss ja noch meine 30.000 Videos rendern. Nee, Rendern ist ein falsches Wort. Man, Rendern ist das, was die Grafikkarte macht, wenn sie hier die 3D-Welt zum Beispiel von Ubisoft Magic erstellt. Oder lädt sozusagen. Jedes Mal, wenn hier ein Bild dargestellt wird, wird es vorher von der Grafikkarte durchgerendert. Gerendert heißt, 3D-Objekte zu erstellen bzw. zu berechnen. So, in Videos berechnest du keine 3D-Objekte. Vor allem nicht, wenn du Videos in Anführungsstrichen renderst. Du, veränderst den Codec des Videos und deshalb nennt sich das Encodieren. Erst dekodierst du das Video, das ist gemacht. Dekodieren macht man wirklich am laufenden Band. Immer wenn du irgendein Video anguckst, wird es auch dekodiert von dem jeweiligen Media Player. Der muss dazu den nötigen Codec auch kennen. Sagen wir mal ganz einfach, ihr würdet meine Displays runterladen. Dann müsstet ihr auf eurem PC den H264 Codec installiert haben, um meine Videos gucken zu können, weil meine Videos mit dem H264 Codec encodiert wurden. Der X264 Encoder wurde dazu benutzt, aber der Encoder ist halt lediglich nur das, was da letztendlich die Veränderung macht. Das ist ja schon wieder ein altes Rentier. Ey, sind wir heute hier, haben wir heute Weihnachten oder was? So viele Rentier, wie wir von den Dingern schon gefunden haben. Freut mich irgendwie. Auf jeden Fall, ja, immer wenn ihr euch ein Video in einem Audiodatei anhört, wird die halt dekodiert von dem jeweiligen Media Player. Beim Encodieren
spielt euch das im Grunde ähnlich ab. Das vorherige Video wird deaktiviert. Zum Beispiel jetzt hier, wenn ich ein Fraps-Video aufnehme. Dann wird der Fraps-Codec dekodiert. Und anschließend wird ein neuer Codec, das Video in einen neuen Codec umgewandelt. Und zwar in den H264-Codec mit Hilfe des X26. Da schon wieder altes Rentier. Was ist heute los? Ich glaube, heute ist Ostern und Weihnachten zugleich. Irgendwas habe ich heute verpasst. Sind heute die Rentier-Spiele oder sowas? Oder der Tag des alten Rentiers? Das kann doch nicht wahr sein. Uns fehlt noch ein altes Rentier. Ja. War ich stehen geblieben? Ah ja, genau. Encodieren. Dann, wie gesagt, mein Fraps-Video-Codec wird auseinandergenommen. Und anschließend wird ein neuer Codec reingepackt. Aufgepackt. Und zwar der H264-Codec. Und das ist im Grunde der Vorgang des Encodierens. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, das hat nichts mit 3D-Modellen, Rechnern zu tun, weshalb der Begriff des Renderns absolut fehl am Platz ist. Vielleicht ist der Begriff dadurch entstanden, weil sowohl das Rendern von 3D-Modellen, zumindest wenn man jetzt in der CAD-Verarbeitung oder in der CAD-Verarbeitung ist, als auch das Videoverarbeiten sehr, sehr viel Rechnerleistung verbraucht und ja, zeitaufwendig ist. Also zeichnest normalerweise mit einem CAD-Programm zeichnest du zwar schon ein 3D-Modell und dann renderst du es, damit du dann daraus zum Beispiel, was weiß ich, ein fertiges Werkstück oder sowas herstellen kannst. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das im Detail funktioniert, aber so ungefähr wird das wohl laufen. Ja, und dann, nur daher könnte ich mir das überhaupt erklären, dass der Begriff Rendern ins Spiel kommt. Aber das wäre dann genauso wie wenn. Jetzt muss ich irgendwie eine andere, sehr, sehr leistungsfähige Aufgabe aus den Fingern ziehen. Also irgendwie eine Aufgabe, die sehr, sehr viel PC-Leistung erfordert. Was erfordert noch sehr, sehr, sehr viel PC-Leistung? Ein Windows-Update. Dann müsste man ja auch genauso sagen, ein Windows-Update dauert auch lange und zieht viel PC-Leistung. Hust, hust. Versteckte Kritik. Nee, aber das Beispiel. Wir nehmen einfach mal wirklich das Beispiel des Windows Updates. Dann müsste man sagen, Windows Update ist auch rendern. Wenn ich Windows Update sehe, dann rendere ich auch. Und wenn ihr das so sagen würdet, merkt ihr schon bereits, wie bescheuert das im Grunde klingt. Ach ja. Aber trotzdem lasse ich mal die viele Newbie-Let's Player in dem Glauben, dass man Videos rendert. Übrigens, auch noch vielleicht ein interessanter Fakt. 99,9% der Videocodecs benutzt auch überhaupt gar keine Grafikkarte. Videos werden fast hauptsächlich durch die CPU berechnet. Sowohl das Encodieren als auch das Dekodieren. Deshalb ist der Begriff des Renderns bei Videos noch fälschrarer am Platz, weil Rendern wirklich ja eigentlich eine Tätigkeit der Grafikkarte ist, die wir heute festgestellt haben, ne? Also ich habe noch keinen Videocodec gefunden, gesehen, von gehört, der die Grafikkarte benutzt. Das müsste man eigentlich mal entwickeln, weil Grafikkarten haben in der Regel mehr Rechenpower als so eine CPU. Das Problem ist halt einfach, dass man nicht davon ausgehen kann, dass jeder in seinem PC eine gute Grafikkarte hat. Während eine relativ gute CPU für die meisten Videocodecs, zumindest zum Dekodieren, in wirklich jedem Rechner drin ist. Und du würdest halt schon vielleicht den einen oder anderen Zuschauer verlieren, wenn dein Video nicht verarbeitet werden kann. Das könnte der Grund sein, warum es noch keine Grafikkarten-Video-Codecs gibt. Obwohl es Grafikkarten ja auch schon seit Ewigkeiten und zwei Tagen gibt. Eigentlich müsste eine Grafikkarte im PC Standard sein. Ist glaube ich so. Ja, auf eine gewisse Weise muss es so Standard sein, weil ohne Grafikkarte kannst du keine Monitorausgaben machen. Aber das könnten dann halt solche Schrottdinger sein, die dann vielleicht trotzdem nicht mit dem Codec klarkommen. Das ist wahrscheinlich das größte Problem. Werde ich mich mal bei Gelegenheit genau darüber erkundigen. Das interessiert mich jetzt gerade, ob es vielleicht einen Videocodec gibt, der mit Grafikkarte funktioniert.
meine, fürs Let's Play ist es eh scheißegal. Sobald es auf YouTube landet, wird es eh wieder in einen CPU-Codec umgewandelt. Aber wenn ich mal sowas finde, so einen Grafikkartenbetriebenen Codec, dann werde ich das mal in einer der nächsten Folgen dann auch erwähnen. Wie lange sind wir schon in der Folgenaufnahme? Okay, wir sind glaube ich schon wieder am Ende der Folge angekommen. Leider haben wir noch nicht das letzte alte Rentier gefunden. Aber ich hoffe, ich habe genug gelabert für euch. Ich brauche noch eine Tagesfrage, fällt mir gerade ein. Habt ihr euch schon mal was im Itemshop geholt? Wenn ja, was war das allererste, der allererste Gegenstand, den ihr euch im Itemshop geholt habt? War das ähnlich wie bei mir ein, eine Hausveränderung? Oder war es vielleicht so das allererste Reittier? Ich freue mich auf eure Antworten und wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.